Unterdessen berichtet ja ein russischsprachiges Medium, die ständigen verbalen Angriffe des Söldnerchefs Prigozhin würden die oberste Führung in Moskau ernsthaft beunruhigen. Für wie belastbar hältst du diesen Bericht? Schwierig einzuschätzen, aber klar ist, dass das, was hier in den vergangenen Monaten passiert ist, zwischen Prigozhin und Shoigu, dem Verteidigungsminister, dem russischen, einmalig ist. Totales Chaos, eine absolut verheerende Kommunikation, und das kann natürlich Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, nicht gefallen, denn es erweckt den Eindruck, egal ob Prigozhin recht hat oder nicht, dass die Lage außer Kontrolle gerät, dass man die Dinge eben nicht im Griff hat, und das ist ja genau das, was man eben in der russischen Bevölkerung nicht streuen will, dass es dort diese großen Probleme gibt. Die Propagandasender hat man noch einigermaßen im Griff, aber Prigozhin ist durch Telegram und andere Kanäle natürlich so präsent, dass Putin, dass das Regime das nicht kontrollieren kann. Und wenn man sich anschaut, was er alles erzählt hat in den vergangenen Tagen und wie heftig er mit dem Kreml, mit dem russischen Verteidigungsministerium ins Gericht gegangen ist, dann muss man klar sagen, das ist ein offener Affront, das ist ein Angriff natürlich auch am Ende auf Wladimir Putin. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.